Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr Hübschen, das Wetter ist bei uns heute nicht so schön, ehrlich gesagt. Grau in Grau. Mein Schnuck und ich waren schon eine Runde spazieren, wie immer. Und es hat genieselt. Deswegen waren wir gar nicht so eine große Runde spazieren. Jetzt geht es für mich einmal ans Mittagessen ran. Ich habe für heute was eigentlich ganz Cooles geplant. Eigentlich soll es schon gestern geben, aber gab es aus Zeitgründen nicht. Deswegen mache ich das jetzt und zwar auch mit euch zusammen. Ersch hat sich nämlich was zum Mittag gewünscht. Ich werde mal heute Adrians Job übernehmen. Man glaubt das kaum. Den Bäcker, Pizza-Bäcker-Job. Heute werde ich nämlich einen Teig machen. Den Hast hat du einen aber. neuen Job? Möchtest du auch mein weißes Aua! Schön Backyard-T-Shirt gehen. anziehen, ne? Aua. Aua! Auf Ich meinen komme Fuß mit 0, getreten. Nee, mit irgendwas kompletten Fuß auf Prozent meinen von Fuß. meinen 180 Kilo auf deinen Fuß und du dann gleich so, Aua! Also, heute gibt es Pizza, aber nach einem anderen Rezept. Das Rezept habe ich mal von jemandem bekommen, Gib vor mal deine Pizza. Jahren. Ich muss zur Arbeit. Das ist ein ganz cooles Rezept. Super lecker. Das heißt eigentlich Pizza Hollandaise. Man kann sie aber natürlich auch anders belegen, also andere Soßen nehmen, je nachdem. Es geht mir um den Teig jetzt eher. Ich würde mal sagen, ich zeige euch mal ganz schnell mal das Rezept, dass ihr das vielleicht mal screenshotten könnt. Das ist alles handschriftlich geschrieben. Das ist wirklich schon Jahre her. Also ich schätze mal 15 Jahre habe ich das Rezept oder so, wenn nicht noch länger. Noch länger. Auf jeden Fall, ich drehe mal ganz kurz mal die Cam für euch. Und zwar ist das das Rezept. Für den Teig brauchen wir Mehl, Ei, Salz, Backpulver, Milch, Öl und Quark. Für den Belag schmeckt wirklich super lecker diese Pizza. Und zwar mit Pizza mit Soße Hollandaise, Zucchini drauf, wieder Buttenbrust oder Schinken, Käse und Pilze. Leute, diese Pizza ist so mega. Ich habe sie früher sehr, sehr oft gemacht, auch als Max noch klein war. Aber irgendwie haben wir dieses Rezept irgendwie so außer Acht gelassen jetzt und mein Schuki hat ja immer die Teige jetzt gemacht für uns. Deswegen habe ich gedacht, so, heute mache ich mal wieder dieses Rezept und teile es quasi mit euch nochmal mit. Hier habe ich noch, seht ihr gerade, ne? Ich habe so ein uraltes Rezeptbuch, das schreibe ich alles auf. Ich habe unheimlich viel auch, sag mal schnell, Muffins-Rezepte, wirklich verschiedene Muffins, auch ganz, ganz viele Amerikaner sogar. Russische Waffeln gibt es hier ein Rezept. Also auf jeden Fall werde ich heute mit euch halt quasi diese Pizza machen. Und diese übrigens, mal ganz kurz mal was anderes. Das sind Kirschmuffins, habe ich auch mal bekommen. Und zwar nach diesem Rezept. Leute, die sind auch mega. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr beide screenshotten. Ich hoffe, dass ihr das alles gut lesen könnt. Also ich habe es eigentlich einigermaßen ordentlich geschrieben. Ich habe jetzt alle Zutaten hier vor mir liegen und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und vermischen diese ganzen Zutaten zu einem Teig. I wish you could see yourself just sitting there. Weicher, guck mal, und sehr, sehr geschmeidig durch den Quark. So, diese Kugel packe ich jetzt wieder in die Schüssel zurück und lasse ihn so ein bisschen ruhen. Also ich schätze mal so 15 bis 20 Minuten reicht völlig, bis er nachher zu einem Pizzateig ausgerollt wird. Ich werde heute mal die Pizza wieder rund machen. So isst Ash sie auch am liebsten, ehrlich gesagt, und wir auch. Also früher haben wir mal so Blechpizza gemacht, aber Adrian hat ja mal bei Amazon mal diese Pizzableche bestellt und das ist natürlich irgendwie, weiß nicht, ob das cooler ist. Auf jeden Fall ist im Restaurant ja auch die Pizza halt rund. Ich habe schon mal das erste Blech einmal mit Butter eingeschmiert. Das
mache ich jetzt mit dem zweiten genauso. Jetzt teile ich den Teig einfach mal in zwei Teile auf und rolle die jeweils quasi aus. Der Teig ist wirklich sehr, sehr geschmeidig. Ist richtig gut. So. So, ihr Lieben, also ich werde die Pizza mal belegen und zwar brauchen wir Pizza dafür. Als Soße nehme ich diese hier. Dann haben wir hier ganz normal erstmal Salami mit Zwiebeln. Für mein Schnittgemüse gibt es einmal Thunfisch, Mais und Pilz. Ich habe leider heute keine frischen Champignons. Normalerweise mache ich es gerne mit frischen Champignons. Mein Schnittgemüse isst gerne lieber Dosenpilze. Die schmecken natürlich saftiger und für ihn schmecken sie besser, für mich schmecken aber die anderen besser, ehrlich gesagt, die frischen Champignons. Aber nun gut, ich würde sagen, ich werde jetzt einmal die Pizza belegen. Und so sieht die Pizza aus. Ich habe jetzt beide belegt. Jetzt können die noch einmal gebacken werden. Und übrigens, ich hatte auf die Tomatensauce nochmal Thymian dazu gegeben. Also ihr könnt ja auch Pizzagewürz nehmen, aber Thymian tut es auch. Und da schmeckt es auch halt wirklich sehr, sehr gut nach Pizza, sage ich jetzt mal. Für Ash sieht es so aus, für uns sieht es so aus. Genau, ich bin gespannt, wie der Teig an sich dann gleich schmeckt, wenn er fertig ist. Ob er Ash dann schmeckt oder nicht. Lass das! So Leute, die Pizza ist jetzt fertig hier. Die Joghurtpizza. Das ist für Scheiße. Das ist Gummi. Komm, mach die nicht mutwillig kaputt. Das ist, auch wenn also, du das nicht gut findest, es ist immer noch Lebensmittel. Ich muss noch was zu sagen, hallo. Also, sie ist zu heiß, um die zu schneiden. Die ist zu heiß. Ach so. Ja, wirklich. Also, guck mal, das ist ja eine andere Pizza das jetzt. Besser, das ist. Nein, das ist mach mal bitte, fass da rein, es ist Kuchen. Nein, was ist das? Es ist kein Kuchen, das ist nur ein Quarkteig. Wir wollen den Kuchen mal sehen. Es ist kein einmal von der Seite bitte, ich möchte das sehen. Wo ist der Kuchen? Guck mal, wieso ist das weich wie Kuchen? Hm, das ist eher weich wie Pudding. Und nicht mal Kuchen. Das Kuchen ist ja eigentlich auch fest, oder? Also, oder der Pudding auf dem Kuchen wäre ja vielleicht auch so weich. So, also Schnucki, was sagst du dazu, zu der Quark-Pizza-Variante? Ich weiß nicht, was ihr habt, aber wir haben sie früher oft gemacht. Deine Gäste verlassen gerade das Restaurant. Ja, er will bestellen. Wir haben die früher oft gemacht? Schnucki, das ist Pizza Hollandaise. Hollandaise mit haben wir doch nicht mit dem Quarkteig gemacht. Natürlich. Niemals. Immer gemacht. Nie. Okay, sind jetzt 18 Jahre her ungefähr oder 15. Ja, da wäre keine Erinnerung mehr dran. Ja, okay. Langzeitgedächtnis ist tot. Weil ich das Rezept schon so lange habe. Scheinbar. Und ich das öfters mal gemacht habe. Gut, wir lassen das jetzt alles mal ein bisschen abkühlen und gucken mal. Du hast ja eben gesagt, dass es dann fester wird, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist so eine normale Pizza. Gut, wir lassen ihn mal abkühlen. Vielleicht legen sich dann die Wogen hier so ein bisschen. Abkühlen lassen. Jetzt fuhr weg dann nicht. Du hast eben gesagt, das kann man nicht schneiden, wenn es heiß ist. Jetzt schneidest du das selbst, wenn es heiß ist. Ja, das ist auch gleich durch, ja. Es ist halt ein etwas anderer Teig. Natürlich, das ist nicht so gummig wie... du meinst nicht so knusprig? Mit Hefe, wie du das machst. Machst du Hefe da rein? Bei dir? Hefeteig? Ja, natürlich. Klar. Pizzateig, Hefeteig. Also, wir lassen jetzt nochmal ein bisschen abkühlen und gucken gleich nochmal rein, wenn die Pizza ein bisschen abgekühlt ist.
Und es gibt Neuheiten zum Pizza Day. Erzähl mal. Es schmeckt doch gut, aber jetzt habe ich mir was zu essen bestellt und das ist dumm. Ja, also da habe ich einen Tipp für dich. Wir haben mal so einen Tiefkühlschrank da vorne. Da passt denn das Bestellte. Was, warte mal, was hast du überhaupt bestellt? Ja? Was hast du dir bestellt? Pizza. Nur Pizza, mehr nicht. Hm, ja. Da ist doch bestimmt noch ein paar Chicken Wings dabei und Pommes ja. Und Pizzabrötchen. Mhm. Okay. Also, was sagst du dazu, dass dein Sohn seine Meinung geändert hat? Kein Kommentar. No comment. Und hier, ich esse jetzt hier auch was von der Pizza und ich muss sagen, also ich finde, die ist essbar. So, also meine Pizza schmeckt natürlich 1000-mal besser, aber deine scheint auch gut zu sein. Mir schmeckt's. Und das war jetzt unser Pizza-Video hier? Mhm. Cool. Also, die Marie ist völlig unzufrieden mit ihrer Leistung des Videos. Also ich finde aber, sie hat das ganz toll gemacht, oder? Kurz mal Applaus für sie. Applaus, Applaus, Applaus! Mein Schnucki und ich waren haben mal ganz schnell was einkaufen, ihr Lieben. Ich habe überhaupt nichts aufgenommen. Habe schon den Einkauf dahin gelegt. Hatten Glück mit dem Wetter. Es war sonnig. Und jetzt fängt es an zu nieseln. Wir waren mit dem Rad unterwegs. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz den Einkauf. So, hier haben wir schon mal Mozzarella. Wir waren irgendwie gefühlt in allen Geschäften. Mozzarella. Dann habe ich im Bioladen einmal so einen Bärlauchkäse mitgenommen. Soll sehr gut schmecken, hat sie gesagt. Dann hatten wir ein bisschen Petersilie und Dill mitgenommen. Gouda, Möhre habe ich jetzt für die Kinder mitgenommen, weil sie den unheimlich gerne mochten. Habe ich gedacht, okay, dann nehme ich ein Stück für sie zum Essen. Und nochmal Nordseekäse, heißt auch so im Bioladen. Brötchen für mein Kind. Und eine so eine Stange, Käsestange. Milch von den Bauern. Mein Schnucki. Von Bauern. Dann haben wir hier einmal Schmand, Gurken, Paprika. Diesen Joghurt habe ich mitgenommen, oder einmal mitgenommen, stichfester Joghurt. Tomaten, Äpfel, Bananen. Dann habe ich so einen polnischen Quark mitgenommen. Bin sehr gespannt, das ist wahrscheinlich so ein körniger wie auch der russische Quark, vermute ich mal. Dann gab es Möhren, auch Bioladen und Tomaten. Das muss ich natürlich jetzt alles einweichen. Einmal so. Was mit dem Teig? Wow. Wir haben unterwegs. Ach ja. Einen ehemaligen Nachbarn getroffen. Nachbarn getroffen, genau, ehemalige Bäcker. Wir haben ihn ausgefragt, ob wir keine Brötchen machen können. Und nach langem Gespräch und Gebohre und Nachgefrage und hintenrum hat er es dann endlich zugegeben. Bäcker benutzen die geheime Zutat. Ja. Ich habe dem das beschrieben. So ein Bäcker. Hier, wo sind die Brötchen? Da, links. Ja, so ein Brötchen kriegt man nicht hin aus 100 Gramm Teig. Nein. Das wird niemals so. Und dann habe ich ihm das gesagt. Warte mal, hagelt. Genau, so ein bisschen. Ich habe ihm das dann erzählt, dass ich das schon so oft jetzt ausprobiert habe. Wir hatten schon mal drüber unterhalten mit ihm. Brötchen ja. Drin, aber die werden ja nicht so. Und 100 Gramm Brötchen ist viel kleiner. Ja, da wird okay. Ja. Und gleich wieder Schnee schieben. Mhm. Also, guck mal, wir sind zu Hause und dann fängt es an. Krass, ne? Ja, das ist gut. Ja. So, auf jeden Fall hat er gesagt, er kann sich nicht mehr daran erinnern, wie das Zeug heißt, was da ja. Reinkommt. Irgendwas mit W, meint er. Irgendwie schon lange, lange her. Gut, er hat. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist das? Irgendwas Biologisches oder Chemie? Dann sagt er Chemie natürlich, ne? Er sagt Chemie. Also, ja. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das alles stimmt. Aber wenn wir hier ein paar Bäcker haben, dann sagen, schreib das mal weiß. Bitte, genau, diese geheimen Zutat einmal bitte in die Kommentare, damit Adrian endlich mal seine Bäckerbrötchen backen kann. Sonst müssen wir hier immer diese Brötchen backen, die nicht richtig hochkommen. Nein, aber die schmecken trotzdem gut. Teig ist ja auch, hast du angesetzt. Wo war ich denn geblieben? Achso, ja, nur noch Tomaten und Eier. Genau, das war's auch schon. Was ist das? Ja. Ich will keinen Hagel. Guck mal, wie groß die haben. Die kriegen wir ja. Jetzt mal auf die Mütze hier, ne? Ja. Oh mein Gott. Guck mal, die tanzen doch richtig so. Mhm. Schön. Oh, meine Palme muss, glaube ich, näher hier ran oder so. Oder kann die? Es ist ja kein Frost draußen, ne? Wir haben heute wie viel Grad? Heute Morgen waren es 3, jetzt ist es vielleicht 8. Und für Palmen ist das bestimmt auch nichts. Oh, oh. Das ist der Hammer und ich wollte doch die Wäsche aufhängen. Oh je, Leute. Sieht das nicht wunderschön aus? Auf mich wartet jetzt die Wäsche. Mein Schnucki war so lieb und hat die abgenommen, die andere rangehängt. Ja, ich will jetzt aber ganz schnell mal die Wäsche legen. Die muss hier weg.
A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of this score. Only know I want the best of us. So I schaut mal, was mein Schnucki bei Amazon bestellt hat. Und zwar Weißmohn. Wir haben es im Laden, ich habe geguckt bei DM, ich habe bei Rewe geguckt, nichts gefunden. Und dann hat er online bestellt. Weißmohn, Bio sogar. Voll mega für die Brötchen oder Brot. Das ist quasi wie so ein dänisches Brötchen. Naja, nur der Teig halt ein bisschen anders, ne? Aber Weißmohn ist auch ganz lecker. Das werde ich jetzt nochmal ganz schnell hier umfüllen. Ich weiß aber nicht, ob ich noch so einen Aufkleber habe oder nicht. Und sonst muss ich nochmal schauen, ob ich einen selber schreibe. Ich hatte bei Rewe vorhin so ein paar Blümchen mitgenommen und habe ja noch meine Vasen da, also diese vier. Da habe ich gedacht, werde ich mal in zwei Vasen Blümchen reinstellen mit halt Eukalyptus und Heidelbeerzweigen. Ich habe jetzt Tulpen mitgenommen. Fand ich ganz hübsch. Gab es bei Rewe halt in diesem Rosé. Und in zwei Gläser, also in diese beiden Gläser, werde ich dann die Kerzen reinstellen. Und dann sind die hier für den Tisch. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. In your life, the weight on your shoulders, time to put it down. You fall and you break, you got battles to take on, but you figure it out, yeah. You fall and you break, you got changes to make now. See the light at the end of the tunnel, it's right there, now just look up and follow. Take one step at a time, babe, I'm with you all the way. So baby, get up, 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 up. No, don't you stay down, 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 down. Now lift yourself up, 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 up. Baby, baby, get up, oh, baby, get up. Shining, the darkest skies get. So used to be hiding behind your fears. But from my perspective, you got this world. Ich komme gerade von meinem Videoschnitt, ihr Lieben. Das Video ist 25 Minuten ungefähr von über 40. Ich habe einiges rausgeschnitten, weil teilweise waren Sachen, die man dachte, naja. Schneid mal raus. Auf jeden Fall sind es 25 Minuten und jetzt würde ich ganz gerne, Mixdown läuft, in der Zeit einmal diese Fenster kurz mal sauber machen, weil die nämlich verdreckt sind. Wir hatten hier teilweise ja noch ein bisschen Sturm. Was war das? Willst du nicht gefilmt werden? Ich war nicht in dem Video, ich war nicht dabei. Achso. Und wenn Leo zum Beispiel draußen ist und wieder reinkommen will, dann patscht er das alles da. Dreckig. So, deswegen habe ich gesagt, so, heute scheint so schön die Sonne und man sieht hier natürlich alles. Deswegen gehe ich aber ganz schnell mal an die Fenster. Hey, I wish you could see yourself. Straight away, you don't have to be
worauf ich schon seit ein paar Tagen Hunger habe. Auf Porridge. Auf Haferbrei sozusagen. Hatte überlegt, entweder Haferbrei oder ich koche mir Milchreis, aber Haferbrei geht schneller. Ja, deswegen habe ich schon mal die Milch aufgesetzt vom Bauern. Wir hatten ja noch etwas über vom letzten Mal. Und deswegen habe ich gedacht, so, ich koche mir das jetzt. Ich habe nämlich auf nichts anderes Hunger irgendwie. Und man kennt ihr wahrscheinlich auch, man hat manchmal echt auf was Bestimmtes Hunger. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich mir dann doch meinen Haferbrei. Ich pulle gerade so ein bisschen was für mich an Obst. Und zwar Mandarinen. Dann habe ich mir gedacht, würde ich eine Banane einfach da reinschneiden. Und vielleicht ein paar Früchte, aber Früchte hatte ich heute Morgen ja schon, ne? Deswegen, man muss immer aufpassen. Eine Birne habe ich hier noch, so eine polnische, hatte ich letztes Mal mitgenommen beim, auf dem Wochenmarkt. Und die kann ich ja dann nochmal drauf machen. Beziehungsweise, ich kann das vielleicht sogar zusammen anbraten, wobei, ne, muss nicht. Oder doch, das ist eine gute Idee. Banane und Birne brate ich einfach mal an. Habe ich schon mal gemacht, und zwar, das war aber ein Apfel. Ich hatte einfach einen Apfel mit ein bisschen Butter angebraten, mit Banane und dann einfach da über das Porridge gegeben. Das schmeckt wirklich mega. Schmeckt echt super. Ja, ihr Lieben, bald sind Ferien. Nur noch eine Woche Schule. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Ich weiß nicht, ob bei einigen schon Ferien angefangen haben. Wenn ja, könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr schon soweit seid. Also wir haben noch eine Woche Schule und unsere Ferien beginnen halt ja, Ende März. Und bald ist auch schon Ostern. Und ich habe noch kein einziges Ostergeschenk. Ich wollte für die Kinder so ein bisschen was gucken. Wobei, ich habe schon was bestellt, ist auch schon angekommen für die Kinder. Aber ich wollte noch mal ein bisschen was dazu holen. Also gut, früher war es nämlich anders, als die Kleinen waren. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir dieses Jahr feiern. Ich weiß nur, dass meine Mutter halt zum Frühstück kommt mit Klaus. Und die Frage ist auch, oje, die Milch noch über. Mist. Jetzt stehe ich schon daneben, ne? Ich merke das nicht. Wir wollen einfach nur frühstücken. Ich weiß auch gar nicht, sonst hatten wir auch immer Ostereier gesucht, aber die Kinder sind, glaube ich, erst im Alter schon raus. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas suchen wollen. Und deswegen, Leute, meine Milch ist übergelaufen. Ich hasse das so, ne? Aber zum Glück ist das jetzt hier passiert und nicht auf der Hexe. Auf der Hexe wäre das alles so angebrannt. So, auf jeden Fall, ich gebe noch ein bisschen Honig dazu zum Süßen, das ist sonst eigentlich nicht so unbedingt lecker, so also ein bisschen Akazienhonig, quasi mein Zuckerersatz. Im Grunde ist Honig ja auch Zucker, wenn man es so genau nimmt, ne? Aber ein natürlicher Zucker. So. Schreibt mir mal, ob ihr großartig Ostern feiert. Also dieser Bowls bis Frühstück oder Brunch, je nachdem, gucken wir mal. Ich habe meine Mutter gesagt, wir 10. Und das ist so schön. Sie genießt übrigens jetzt ihre Teilzeitrente, nennt man das. Sie war ja bei meiner Schwester, habe ich schon erzählt. Ne? Und meine Nichte sagte zu meiner Schwester nachher, kann Oma hier nicht wohnen? Weil meine Mutter mit ihr gespielt hat die ganze Zeit. Und das findet sie natürlich super, ne? Ja, nur schade, dass sie halt eben so weit weg sind. Warte mal. So. Aber ganz süß. Ich weiß nicht, zu meiner Schwester müssen wir auch irgendwann mal hinfahren. Wenn es halt ein bisschen näher dran wäre, ne? Aber Nordrhein-Westfalen ist halt ein bisschen weiter weg. So. Haferflocken sind drin. Etwas Honig ist drin. Und dann kann ich mir auch gleich einmal was anbraten hier in meinem Gemüse, sag ich schon mal. Obst. Na gut, also ich koche hier noch ein bisschen und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Schaut mal, das Ganze sieht so aus. Ich mache einfach immer so Pi mal Auge. Ne? Ich hatte ein bisschen Milch und dann habe ich Haferflocken dazugegeben. Und jetzt bei Haferflocken ist es ja so, das ist ein Vorteil. Ne? Die brauchen nicht lange. Nur so ein bisschen gleich und dann ist es auch schon fertig. Ging es natürlich zu Milchreis. Milchreis müsste richtig lange kochen. Still you're here and that's what I adore. Should've
Und schon sitze ich in meinem Sessel. Ihr Lieben, ich wollte mal ganz kurz euch mal was erzählen. Wir haben gestern einen Film geguckt. Der heißt Traumhändler auf Netflix. Ein richtig mega schöner Film. Der bringt einen so zum Nachdenken, wo man das eigentlich auch alles weiß. So, ne? Aber, also wenn ihr Netflix habt oder so, oder vielleicht gibt es noch woanders, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Der Traumhändler. Ein richtig mega tiefgründiger Film. War wirklich sehr, sehr schön. Also gestern zu Ende war ich so, musste ich zwischendurch auch mal heulen, ne? Weil so ein paar Szenen waren, die waren halt sehr traurig. Aber im Grunde war das ein sehr, sehr schöner Film. Also einfach nur als Tipp. Ja, ihr Hübschen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, was ich auf meinen Porridge draufgegeben habe. Es waren einmal diese gehackten Haselnüsse, weil manchmal in der Zeitraffer sieht man das nicht so gut. Ich halte es zwar in die Kamera, aber dadurch, dass es schneller spult, weiß ich nicht, könnt ihr es vielleicht gar nicht so richtig gut erkennen. Also gehackte Haselnüsse, Kokosraspeln und Zimt habe ich nochmal darüber gegeben. Und ich warte jetzt mal, bis es alles abgekühlt ist und dann wird es gegessen. Ja, meine Lieben, also das war es jetzt auch hier mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich gehe jetzt gleich nur noch einmal an mein Video, was heute online gehen soll. Mach das nochmal fertig für YouTube und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss.